Islands Parlament hat das neue Abkommen zur Begleichung der Schulden, die aus dem Zusammenbruch der Internetbank iSafe stammen, gebilligt. Großbritannien und die Niederlande sollen 3,8 Milliarden Euro erhalten. Sie hatten iSafe-Sparer in ihren Ländern vorab entschädigt. Das Parlament hat entschieden. Zum einen hat es das ausgehandelte Abkommen angenommen, zum anderen hat das Parlament selbst entschieden, eine Volksabstimmung wird es nicht geben. Ein erstes Entschädigungsabkommen war im vergangenen Jahr in einer Volksabstimmung abgelehnt worden. Die Opposition ist unzufrieden. Natürlich bin ich enttäuscht, denn Island musste Bedingungen akzeptieren, die andere Staaten, zum Beispiel die Niederlande und Großbritannien, in unserer Situation nie akzeptiert hätten. Großbritannien und die Niederlande hatten 300.000 iSafe-Kunden entschädigt. Das neue Abkommen streckt die Zahlungsfrist für Island um 22 Jahre auf 2046. Außerdem sieht es niedrigere Zinsen für Island vor.